Wir sehen hier das T-Mobile G1. Das ist ja das sogenannte Google-Handy, also das erste Handy mit dem Google-Betriebssystem. Beim ersten Start dieses Handys muss man das Handy mit seinem Google-Mail-Account verknüpfen. Und da kommen wir auch schon zum ersten Kritikpunkt, den sicherlich der eine oder andere hat. Google sammelt ja bekanntermaßen ganz gerne Daten. Also damit muss man rechnen. Man muss das Handy, wie gesagt, fest mit seinem Google-Mail-Account verknüpfen. Anders kann man es leider nicht benutzen. Der zweite Kritikpunkt gilt eigentlich nur, wenn man mit dem Handy verreisen will. Über WLAN, aber auch über HSDPA tauscht das Handy ständig Daten aus, und lädt zum Beispiel aktuelle E-Mails runter. Das lässt sich, soweit ich weiß, auch nicht abschalten. Das heißt, im Ausland oder auch wenn man keinen Datentarif hat, kann das Ganze sehr teuer werden. Jetzt kommen wir aber zu den erfreulichen Seiten und zwar zur Bedienung des Handys. Und zwar geht es los. Also man hat hier im Prinzip drei Startscreens, die sich eben über diesen See im Hintergrund verteilen. Da kann man ja nach Belieben Symbole anordnen. Ich will hier einmal das Menü hochziehen. Wenn ich hier jetzt länger draufdrücke, dann kann ich mir dieses Symbol quasi schnappen und das dann hier auf meinem Screen ablegen. Und so kann ich mir einen Screen für mein Businessleben anlegen, einen Screen für mein Privatleben und noch einen dritten für Multimedia-Anwendungen beispielsweise. Also das ist natürlich ganz praktisch gemacht. Dann lässt man sich immer nur das anzeigen, was man eben in dem Moment braucht. Ja, außerdem kann man hier Widgets drauf packen, also genauso nicht nur die einzelnen Menüpunkte. Überhaupt lässt sich das Handy natürlich stark erweitern in seinen Funktionen über den Android Market oder Android Market. Ja, das ist ganz praktisch. Also man kann das Handy sehr gut personalisieren und individualisieren. Dann kann man hier oben auch nochmal was runterziehen. Das ist hier so eine Art Task Manager, könnte man sagen. Ja, also so viel erstmal dazu. Hier sehen wir eben das Hauptmenü. Dazu gehe ich am besten noch mal ein bisschen näher dran. Und da haben wir momentan Bilder, Browser, E-Mail, Einstellungen, Google Mail, Instant Messaging, Kalender, Kamera, Kontakte, Maps, Market, also dieser Android Market, Musik, Rechner, SIM-Toolkit, SMS, MMS und Telefon. Ich werde jetzt hier mal auf SMS, MMS gehen, denn ich möchte auch mal ein wenig hier tippen und auch mal hier diese Querztastatur testen. Naturgemäß ist sie natürlich recht klein, aber wir sehen erstmal, sind die Tasten eigentlich ganz gut voneinander abgetrennt, stechen so ein bisschen hervor. Ich werde jetzt hier einfach mal lostippen. Würde ich hier tippen? Genau. So. Also der Druckpunkt ist knackig. Man kann hier auch Sonderzeichen auswählen. Also ist durchaus hier an deutsche Bedürfnisse angepasst. Ja, und es macht eigentlich Spaß. Also wirklich lange E-Mails würde man damit jetzt wahrscheinlich nicht tippen, aber kleinere Texte sind eigentlich kein Problem. Ja, zurück kommt man immer hier über diesen Zurück-Button. Genau. Und zusätzlich gibt es hier auch immer noch diesen Menüknopf, über den man dann eben auch noch bestimmte zusätzliche Einstellungen regeln kann. Also wenn wir hier immer über Einstellungen gucken, dann kann man hier eben das WLAN einrichten, Sound- und Display-Anrufeinstellungen, Datensynchronisation, Sicherheit und Standortanwendungen, SD-Karte und Speicher. Also der Speicher ist erweiterbar. Datum und Uhrzeit, Gebietsschema und Text und Telefoninfo. Insgesamt kann man sagen, dass die Bedienung einfach wirklich Spaß macht mit diesem Handy. Einfach schon, weil sich der Touchscreen wirklich sehr gut bedienen lässt, weil man hier sehr schön durchscrollen kann. Und
das Handy und auch die Darstellung perfekt an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann.